Wir springen in den Februar des Jahres 2015, in welchem sich erneut die Wege der verhassten Parteien aus Köln und Mönchengladbach anlässlich eines weiteren rheinischen Derbys begegnen sollten. Groß war die Wut auf Seiten der Domstädter, die wenige Monate zuvor eine der größten Niederlagen in der Geschichte des Fandaseins vor der eigenen Südkurve hinnehmen mussten. Dementsprechend gab es einiges auszubügeln, sodass die Partie mit einer ordentlichen Portion an Spannung erwartet wurde. Relativ kurzfristig entscheidet sich die wilde Horde vor dem Spiel dazu, einheitlich in weißen Maleranzügen nach Gladbach zu reisen. Auf der Schiene lässt der Kölner Haufen dabei im Voraus nichts anbrennen und erscheint pünktlich vor dem Gästeblock in weiß. Auch die heimische Szene rund um Sottocultura steckt frühzeitig am Spieltag in den Vorbereitungen für eine große Choreografie in der Nordkurve. Da die Kölner einiges im Gepäck haben, kommt es am Gästeeinlass bereits nach wenigen Augenblicken das erste Mal zu einem Ruck, wobei gut 200 motivierte Gästefans ohne Karte durch die Kontrolle marschieren. Das weitere Vorhaben der Domstädter wird im Anschluss jedoch gestoppt, sodass alle weiteren Fans vom FC mit einer gewissen Verzögerung den Borussia-Park betreten können. Zu Spielbeginn erscheint auf Seiten der Nordkurve die besagte Choreografie. Umzingelt von Papptafeln in den Farben der Borussia erscheint mittig ein Geißbock, dem wortwörtlich der Hintern versohlt wird. In guter alter Tradition ist darunter auf einem in altdeutscher Schrift verfassten Spruchband zu lesen. Der Kölner Anhang konzentriert sich indes auf sein Fackelintro, bei welchem gut und gerne 20 pyrotechnische Erzeugnisse im Auswärtsblock angerissen werden. Mit einem Transparent auf Seiten der Nordkurve spielen die Gladbacher nochmals auf die Niederlage auf der eigenen Jahnwiesen an. Darauf ist Folgendes zu lesen: Hochmut kommt vor dem Fall, auf der Jahnwiese verlieren, Choreo nur halb präsentieren. Und, wenn es auf der Wiese knallt, rennt der Städter zum Asphalt. Nachdem das Spiel lange nach einem langweiligen 0:0 aussieht, zückt die Nordkurve kurz vor Spielende nochmal eine ansehnliche Wäscheleine empor. An ihr hängen gezogene Kölner Szeneutensilien wie Schals-Shirts oder auch vereinzelte Zaunfahnen, die den unbeliebten Gästen nun unter die Nase gerieben werden. Als ob das nicht schon genug wäre, trifft Granit Xhaka in der 91. Spielminute noch zum 1:0 für die Fohlen und die Heimseite explodiert. Nur wenige Augenblicke später öffnet sich plötzlich ein Tor vor dem Gästeblock. Durch dieses stürmen nun gut 30 Personen, die sich nach und nach vermummt auf den Platz begeben. Einige von ihnen schaffen es sogar bis zur Mittellinie und machen den Gladbachern deutlich, dass man doch bitte vom Zaun kommen soll. Obwohl man auf Seiten der Borussia kurz einen Platzsturm in Erwägung zieht, entscheidet man sich einheitlich dazu, geschlossen im Block zu bleiben, um schlimmere Konsequenzen zu verhindern. Während ein Großteil der Kölner noch auf dem Platz umherläuft und Kameras sowie Werbebanden weghält, kommt seitlich des Gästeblockes eine Hundertschaft hinein und knüppelt auf die vermummten Domstädter drauf los. Während es der Großteil noch zurück in den Gästeblock schafft, werden einzelne FC-Ultras noch auf dem Rasen verhaftet. Andere wiederum versuchen, in die Katakomben zu flüchten, wo ihnen jedoch normale Gladbacher-Fans regelrecht auflauern. Diese schlagen motiviert zu und liefern sich mit den verbliebenen Kölnern am Seitenrand noch eine harte Keilerei, bis auch hier Beamte einschreiten. Der Spieltag endet für die Kölner Szene in einem echten Debakel und Medienaufschrei, der nur wenige Tage später in seinem Höhepunkt gipfeln soll. Die Borussia dagegen kann an diesem Abend zufrieden ins Bett gehen und einen weiteren Derby-Sieg genießen. Zitat wilde Horde Köln: Um den Steueraufwand zu minimieren, versuchte der Kölner Szene-Anhang sein Glück über Regionalbahnhöfe, wurde jedoch wie gewohnt zügig entdeckt. Dennoch reiste man bis Gladbach nahezu bullenfrei, da die Einsatzkräfte damit beschäftigt waren, die kostümierten Minderjährigen vom Saufen abzuhalten. Für einen einheitlichen Auftritt musste natürlich ein einheitliches Kostüm her. Da ein Haufen Clowns eine gewisse rhetorische Angriffsfläche geboten hätte und alles andere irgendwie nicht so überzeugen wollte, entschied man sich für Maleranzüge, die schlussendlich leider nicht mehr in Rot, sondern nur noch in Weiß, dafür aber billig zu haben waren. Draußen blieb alles ruhig, drinnen eröffneten wir das Spiel mit Feuerwerk, die Gegenseite mit einer passablen Choreografie. Die Unterstützung im Gästeblock bewegte sich das Spiel über auf annehmbarem Niveau, was in Gladbach sonst eher nicht der Fall war. Überraschenderweise konnte die Kölsche Elf auf dem Rasen erneut sehr gut mithalten und alles rechnete mit einem erneuten Punkt gegen den Erzrivalen, als MG in der Nachspielzeit durch einen Freistoß nach Schwalbe doch noch den Siegtreffer erzielte. Als sich daraufhin ein Ordner vor dem Gästeblock etwas zu doll freute und obendrein noch begann, mit einem Teppichmesser zu hantieren, brannten einigen Leuten vollends die Sicherungen durch.
Zitat Sottocultura. Die Choreo-Vorbereitungen starteten wir bewusst früh in der Winterpause, wurden aber standesgemäß erst gewohnt knapp fertig. Dass der absolute Großteil der Stadionverbotler ab den frühen Morgenstunden mit Stadtverboten belegt war, machte die letzten Choreo-Vorbereitungen nicht leichter und sofort danach traf sich der Mob auch zusammen mit den Ausgesperrten außerhalb der Verbotszone. Fotos vom Kölner Aufzug in Weiß machten relativ schnell die Runde, wodurch schon klar war, dass man heute nicht mehr mit einer Revanche für die Hinrunde rechnen dürfte. Die Choreo jedenfalls lief problemlos und während des Spiels gab es von uns reichlich Spruchbänder gegen den Feind, oft bezogen auf den Derby-Sieg auf der Jahnwiese. Als in Halbzeit 2 hinter dem Ehre der Sektion Stadionverbot einige Dutzend Kölner Szenematerialien auftauchten, war der Gegenseite der Ärger anzusehen. Die beim Überfall auf den Berlin-Sonderzug erbeuteten Zaunfahnen und Gruppenklamotten aller drei großen Gruppen und vor allem kein einziger Kuttenscheiß, im Gegensatz dazu, was wir im Hinspiel sehen dürften. Trotz guter Wäscheleine wurde die Stimmung in der Nordkurve zunehmend nervös, da es bis kurz vor Ende nach 0:0 aussah und eine Saison ohne Derby-Sieg nicht wirklich sein sollte. Getreu der Aussage, entweder sehe ich heute rot oder ich treffe, erlöste Granit Xhaka das Stadion und traf in der Nachspielzeit zum 1:0. Was sich jetzt abspielte, war einfach der Wahnsinn und kann wohl getrost als der krasseste Torjubel seit der Relegation gegen Bochum bezeichnet werden. Und während die letzten Sekunden des Spiels vom Großteil wild schreiend verbracht werden und sich ein paar Leute mit dem großen Derbysieger-Banner den Weg in den Oberrang bahnen, geht auf der anderen Seite das Fluchttor des Gästeblocks auf. Und jetzt? Während die ersten in den Startlöchern auf dem Zaun saßen, kam von unserer Führung relativ schnell die Ansage, dass wir drin bleiben. Sicher eine schwierige Situation, im Nachhinein aber wohl nicht verkehrt. Wären wir rübergesprungen und entgegengegangen, dann hätten alle die Pflicht gehabt, dabei mitzuziehen. Die Konsequenz daraus wäre gewesen, dass wir den Laden erstmal hätten dicht machen können. Mit Dutzenden Leuten draußen überlegt man es sich dann eben doch zweimal. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.